zur Seite. Spannungen lösen. Die Aufregung in den Griff bekommen. Vor jeder seiner Aufführungen macht Frank Düvel das mit seinem Ensemble. Fast alle hier sind Laien. Das halbe Dorf Hanerau-Hademarschen macht mit, aber auch viele aus den umliegenden Dörfern, freiwillig und ohne Bezahlung. Der Regisseur ist Profi, hat schon den Theodor-Storm-Preis erhalten. Auch den Schimmelreiter hat er hier auf dem Gut Hanerau schon inszeniert. Sehr schön. Und ein bisschen Stimme. Theodor Storm ist sicherlich ein Autor, der zum einen unsere großen norddeutschen Themen verhandelt. Also die Landschaftlichkeit, die Form der Einsamkeit, manchmal auch die Form der Melancholie, aber auch der tiefen Freude, die mit der Landschaft und mit der Natur verbunden ist. Aber was besonders aufregend ist, dass es auch sehr magisch ist. Es geht immer um Zauberei. Die Novelle Immensee von 1849. Eine Herausforderung. Es gibt zwar eine professionelle Gewandmeisterin, aber die Kostüme für die 40 Laiendarsteller wurden alle handgenäht von freiwilligen Helferinnen. Auch Annegret Blender näht seit Wochen von morgens bis nachts. Es macht mir einfach Spaß. Hat einfach, ja, der Job ist vorbei und jetzt muss ich ein bisschen was tun und dann mache ich sowas. Drinnen werden seit Stunden die Frisuren der Darstellerin geflochten und gesteckt. Die Haare sind mit das Aufwendigste, alles soll möglichst authentisch sein. Das habe ich ein bisschen recherchiert, wegen der Epoch-Zeit. Und dann habe ich selber einfach herausgefunden, was besser war. Habe ich selber rausgewählt. So muss ich sagen. Ne? Habe ich nicht von wo anderes genommen. Eine Open-Air-Theaterfassung hat sich der Regisseur für die Novelle überlegt. 9 unterschiedliche Plätze um das Gut Hanerau herum. In dieser Gegend hat der Dichter Theodor Storm auch gelebt. Doch dann, kurz vor dem Beginn der Generalprobe, das Wetter schlägt um. Bei dem Regen ist das ja nicht ganz so spannend, aber es wird noch spannend hoffentlich. Also wir sind jetzt in der norddeutschen Situation, das ist ganz klar, aber es schüttet ja nicht. Mit einer Stunde Verspätung kann es endlich losgehen. Verwandte und Freunde dürfen bei der Generalprobe dabei sein. Sie werden interaktiv durch die Liebesgeschichte von Reinhard und Elisabeth geführt. Die verschiedenen Schauplätze stehen für die Lebensabschnitte. Die Kindheit der beiden, die Schülerschaft bis hin zu den Studenten und den jungen Erwachsenen. Leider mit einem tragischen Ende, denn die Angebetete heiratet am Schluss einen anderen auf dem Gut Immensee. Es ist wie ein Kreisen, ein magisches Kreisen in einem Leben. Es kommt immer wieder die alten Gefühle, dass man sehnt sich, man möchte dem anderen begegnen und immer wieder verpasst man den Moment zu sagen, ich liebe dich, wollen wir zusammen sein. Also diesen Moment kennen wir Menschen ja alle. Das erwartete Unwetter ist an Hanerau-Hademarschen währenddessen vorbeigezogen. Die Aufführung kann einigermaßen trocken zu Ende gehen. Aber meine Mutter wird weinen. Wir kommen ja wieder. Sag schon, willst du mit mir nach Indien? Sonst gehe ich alleine und komme nie wieder. Du machst doch nicht so böse Augen. Ich will ja auch mit nach Indien. Nach Indien. Wir fahren nach Indien. Ja, hurra, nach Indien. Ich glaube, das war für uns ehrlich gesagt nochmal gut. Also wir mussten jetzt wir werden auch Tage haben, wo das genauso sein wird. Und das hat jetzt hier ein paar Leute noch wach gemacht für bestimmte Vorsichtsmaßnahmen. Nein, es ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich meine, Immensee ist hier einfach auf Gut Hanerau. Hanerau ist Immensee. Man weiß, dass Theodor Storm hier im Gutshaus seinen Tee getrunken hat. Da geht doch einiges zusammen. Ist wirklich sehr schön. Endlich! Zu unserem Picknick! Heute feiert das Dorf die Premiere von Immensee. Bis zum 6. Juni sollen noch 10 Aufführungen folgen. Ein paar Restkarten gibt es noch.